Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde der Universität, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr, Erfolg und Gesundheit in 2018. Mein Name ist Gabriele Gillissen-Kasbach und ich bin seit heute die erste und neue Präsidentin der Universität zu Lübeck. Vielleicht stehen ja auch Sie in diesem Jahr vor neuen großen Herausforderungen. Für mich wird es so sein: Ich habe bis Dezember 2017 das Institut für Humangenetik in Lübeck geleitet. Lübeck ist also meine wissenschaftliche Heimat geworden. Nun trete ich das Amt der Präsidentin an. Also auch eine große Herausforderung. Aber ich freue mich darauf. Und mir sind drei Dinge besonders wichtig. Konsolidierung. Wir haben das Studienangebot seit 2010 verdoppelt. Die Zahl der Studierenden liegt bei 5.000. Ein Rekord. Aber wir wollen die Qualität in der Lehre auf höchstem Niveau auch in Zukunft halten. Wir wollen die Bindung an die Hansestadt weiter stärken. Kooperation heißt aber auch Ausbau der Zusammenarbeit sowohl regional wie international mit den Unternehmen. Wir wollen die Stiftungsuniversität als Marktplatz von Wissenschaft und Wirtschaft noch deutlicher international positionieren. Lassen Sie uns gemeinsam in einen Dialog treten. Für Exzellenz in Forschung und Lehre, für unsere Universität und für die gesamte Region. Wie können wir noch besser werden? Darum gilt es für mich als Präsidentin, mit Ihnen in einen Dialog zu treten, sowohl online wie auch offline. Und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank.